Hallo alle miteinander. Hallo liebe Fahrradkanalfreunde. Ja, ich bin jetzt hier an meinem Standort in Grindelhausen. Das ist hier so direkt am Rhein. Und zwar in der Nähe von der Erftmündung, wo die Erft in den Rhein fließt. Ja, und heute wollte ich so eine Roundabout 40, 45 Kilometer Rundtour mit euch machen. Und zwar geht es hier von diesem kleinen Ortsteilchen aus. Der liegt hier direkt am Rhein in der Nähe von der Erftmündung. Ja, und dann geht es erstmal hier durch ein wunderschönes Bachtal. Wie das jetzt heißt, weiß ich nicht. Werde ich euch natürlich im Video verraten. Und dann geht es erstmal Richtung Kloster Knechtstetten. Das ist auch ein sehr bekannter Ort, ein schönes Kloster. Mal schauen, was es da zu schauen gibt. Genau. Und ja, und dann schauen wir mal. Dann geht es wieder zurück Richtung Rhein, über Zons. Da die Altstadt vielleicht noch mal ein bisschen unsicher machen. Vielleicht einen frischen Kaffee kaufen. Oder sonst irgendwas Leckeres oder einfach nur mal gucken. Ne? Okay, ja, das soll es jetzt erstmal als Vorab-Info sein. Und ja, wäre schön, wenn ihr mich wieder begleitet auf meiner Tour. Ja, was ich hier noch habe, das ist hier, ich hoffe, man kann das dann mal so im Hintergrund sehen. Nicht nur in Bonn gibt es die Kirschblüte. Wo ich jetzt hier in der Straße bin, in der Nähe von der Pestalozzi-Schule. Ich hoffe, mal gucken, ob man es da hinten sehen kann. Genau da hinten, da steht es, wo ich hier geparkt habe und von wo ich jetzt hier meine Tour starten möchte. Genau hier mit meinem schönen, wunderschönen neuen Bergamont-Fahrrad. Ja, also, auf geht's! Ja, da hat man wohl auch ein bisschen renaturisiert. Schauen wir mal, ob ihr das sehen könnt. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Ja, schön. Da wird wohl auch ein Weg da hinten sein, den man da neu angelegt hat. Da, das sieht richtig gut aus. Aber naja, das braucht ja alles Zeit, bis das dann mal alles gewachsen ist. Dann wollen wir jetzt mal links fahren hier. Ups. Aha, wir sollen uns hier rechts halten. Ja, deswegen war wohl vorhin der Hinweis ein bisschen gesperrt, aber aha, ah, das ist aber schön. Hier hat man jetzt anscheinend einen Uferradweg gemacht. Das ist ja wirklich mal eine sehr praktische Geschichte. Taube, jetzt muss ich aber mal schauen, wo ich lang muss. Also einmal rechts und dann wieder links. Jupp. Das ist ja schön. Ja. Ups. Ja, es fühlt sich jetzt auch noch auf dem Fahrrad relativ frisch an. Der eine Wettervorhersage sagt 14 Grad, die andere sagt 17 Grad.
irgendwo dazwischen wird dann wohl die Wahrheit liegen. Ja, glaube ich, muss ich hier rechts. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, glaube ich, muss hier durch den Tunnel fahren. Die Frage ist nur, was ist Radweg und was nicht? Naja, gut. Kam ja jetzt gerade niemand. Dann war es ja halb so wild. So. Nun ist es hier wieder ein bisschen tricky. Also ich sag mal so, ohne meinem Komoot würde ich hier bestimmt nicht mich zurechtfinden, dass ich hier mal drüber komme. So, da sind jetzt irgendwelche schönen Rinder auf der Wiese. Vielleicht sind das besondere Rinder. Jedenfalls haben die Hörner und auch eine schöne braune Farbe. Also nicht so die üblichen weiß-schwarz gefleckten. Und hier auch schon die ersteren furchtbaren Schlaglöcher. Muss ich mal gucken, wo ich lang muss. Könnte mir auch gefallen, von hier aus mal loszufahren. So, denke mal, wir sind jetzt hier richtig. Tja, hier könnte man vielleicht auch mal die Drohne fliegen lassen. Also, der Radweg zeigt da oben auf der Tafel an, dass es hier lang geht. Warum auch immer. Dann wollen wir das mal machen. Okay. Zur linken Hand gucke, da ist so ein Wassergraben oder ein Bach oder was auch immer. Aber man sieht definitiv gar nicht, dass es großartig fließt. Wir gucken uns das mal an. Ich hoffe, die so viel Zeit haben, wa? Ah ja, doch, jetzt kann man anhand der Blüten doch ein bisschen sehen, dass das doch ein, ja, tatsächlich eine gewisse Fließgeschwindigkeit hat. Da fliegen ein paar Vögel. Das könnten sogar Kiebitze sein da hinten. Die fliegen so ein bisschen komisch und haben so runde geformte Flügelenden. Geht das Schildchen lang. Okidoki. So, auf jeden Fall haben wir jetzt den Ort durchquert und ich hoffe, wir sind jetzt hier auf der sicheren Seite. Ah, hier ist auch ein schöner Parkplatz. Und schauen mal, dass wir denn jetzt hier Richtung Kloster kommen. Buschwindröschen, das müssen wir uns aber mal anschauen. Buschwindröschen vom Namen aussieht. Ich hoffe, das kommt so ein bisschen rüber zu euch aufs Video. So, okay. Fahren wir jetzt hier rein. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal hier rein. Genau. Schöne Schäfchen. Toll. Ja, schöne Obstwiese hier zu rechten von mir. Mal schauen, was ihr die sehen könnt. Hier, genau. Gehört auch hier zum Klostergelände. Hallo. So, hier gibt es normalerweise Eis. Okay.
voll. Fragt mich jetzt nicht, wonach das riecht. Was das für ein Gewächs ist, der Klosterhof. Hier ist natürlich dann, wenn dann alles gerichtet ist, sehr viel touristisch los. Juppie, juppie. So, wie gesagt, immer noch recht windig. Jupp, ich glaube, dann muss ich hinzu. Da komme ich, glaube ich, noch her. Dann mir doch mal was zum Kaffee organisieren. Ja, okay, ich hoffe, ihr könnt es sehen. So ein bisschen großes Stellwerk da hinten. Aha. Geht dann hier so ein bisschen im Zicki-Zacki herunter. Aber alles gut. So, einmal Stangen. Ja, das ist tricky-tracky hier. So, okay. Ja, mein Kollege in Komoot hat hier dazu reingeschrieben, dass dies die Kopfbaumallee aus Platanen wäre. Ja, jetzt bin ich hier auch schon an einem Bäckerladen, werde mir hier was zum Schnabulieren holen, also Kaffee und ich weiß gar nicht mehr, was ich mir da geholt habe. Brötchen? War es, glaube ich, nicht. Oder? Doch, könnte sein. Egal. Ja, jetzt geht es hier weiter Richtung die Fußgängerzone von Dormagen. Ja, so ein bisschen hier auf Schleichwegen. Und wenn man dann hier durch die Unterführung durchkommt, dann sieht man die schönen blühenden Kirschblüten. Ja, wie ich schon am Anfang sagte, es gibt die nicht nur in Bonn, sondern hier gibt es die halt auch. Genau. Also, ne, liebe asiatische Freunde, kommt nach Dormagen. Da könnt ihr die auch schön fotografieren. Sind zwar noch nicht so groß, aber in ein paar Jährchen ist das auch schön. Ja, jetzt bin ich hier schon auf dem Rheindamm. Und man hört, dass es auch ein bisschen windig gewesen. Ja, hier sieht man jetzt schon die alte Stadt von Zons. Ja, hier habe ich gedacht, könnte ich jetzt irgendwie von hinten rum herein, hier ein Stadttor und könnte da durchfahren. Gerade haben wir schon die Mühle gesehen. Und die Mühle muss ich mir natürlich unbedingt mal ansehen. Ja, jetzt bin ich hier an der Mühle. Hier sieht man das Ding in klein. Ja, es war jetzt ein Scherz. Ja, hier ist diese Mühle. Ich weiß gar nicht, ob die hin und wieder noch in Betrieb ist. Sieht ja ganz nett aus. Ja, Leute, ich glaube, hier will ich mir mal ein leckeres Eis holen. Genau, hier ist jetzt ein schöner Platz. In Zons nennt sich am Kräutergarten. Da gibt es ein Eiskaffee. Und hier habe ich mir dann mal ein schönes, leckeres Eis geholt. Genau. Und dann habe ich es um die Ecke, um der Ecke, um die Ecke
Da gab es eine schöne Bank, habe mich da hingesetzt und habe mir das Eis schmecken lassen. Ja, jetzt geht's auch weiter Richtung Norden, immer den Rhein flussabwärts entlang. Hier mal noch ein schöner Häuserzug in Zons. Dann hier das alte oder eines der Stadttore. Ja, und da ist noch richtiger oder ziemlich unebener Kopfsteinpflaster. Ja, hier der Blick zur Fähre, die Zons und die gegenüberliegende Seite verbindet. Und zwar die Urnbacher Kempe. Ja, und ich radel jetzt weiter, ja, in einem großen Bogen Richtung Norden, Nordwesten, Richtung Stürzelberg. Ja, und kurz hinter Zons gab es denn auch noch Spargel. Weswegen ich natürlich unter uns gesagt die Tour eigentlich gemacht habe. Nee, Scherz beiseite. Hat sich so ergeben. Und habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt. Ja, das müsste jetzt hier Stürzelbach sein. Quatsch, Stürzelberg, Stürzelbach, Stürzelberg. Ja, hier ein nettes Gefährt mit Anhänger. Ja, leider muss man dann hier auch ein bisschen an der Düsseldorfer Straße lang radeln. Ja, ein bisschen Industriegebiet. Aber dann geht es auch nach einigen hundert Metern wieder rechts ab und man kann dann wieder am Rhein entlang radeln. Ja, jetzt geht es hier am Rhein entlang Richtung Üdesheim. Und ja, ihr seht, ich habe mir hier mal ein Stückchen direkt unten am Rhein eingeplant. Aber es war auch recht windig noch an dem Tag. Ja, jetzt habe ich so roundabout 39 Kilometer hinter mir. Von 44 Kilometer war die Tour lang ungefähr. Und jetzt biege ich auch wieder langsam auf die Zielgerade Richtung Grimlinghausen. Ja, zur Linken natürlich Rapsfelder. Und jetzt bin ich auch hier schon im Bereich von Grimlinghausen. Ja, wie gesagt, liebe Fahrradkanal-Fans, ich hoffe, dieses Türchen hat euch gefallen. Würde mich freuen über einen Daumen hoch und natürlich ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und tschüss.